Incactus Vulcan. Oh, da ist ja Jira gefallen. Gut. Wir könnten sie theoretisch besiegen, aber nicht auf diese Art und Weise. Wir müssten sie wirklich aus dem Zimmer rauslocken und sie in die Enge treiben. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Wie ihr wünscht. Keine große Herausforderung. Habt ihr eine? So sei es denn. Was braucht leichtfüßig und so? Ja. Soll ich das versuchen? Nö, ich... Ganz ehrlich, ich lasse das mal noch ein bisschen. Was immer ihr wünscht. So eine Truppe haben wir übrigens auch noch unten in der Kanalisation. Ach ja, und Airy, magische Geschosse, so. Ja, wenn ihr es wollt. Das Rasten spare ich mir mal, aber das Verkaufen nicht. Man sieht ja, Hira ist ein bisschen schwach auf der Brust. So. Dann, Ribald, haben wir wieder Zeug für dich. Ribald Tauschmann, stets zu Diensten. Gewitterbolzen, die Streitaxt und den Hammer und den beschlagenen Lederwams und die Schleuder verkaufen, haben wir wieder etwas mehr Kohle. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich warte, euer Wunsch ist mein... Keine große Herausforderung. So, solange sich Minsk noch nicht beschwert, gucken wir uns jetzt das Hafenviertel an. Weil wir haben ja noch jemanden, den wir in den Oberhügeln finden sollten. Was ist eigentlich mit Aufgaben hier? Ach, gefangene Dryaden, mehr haben wir hier nicht. Oh, das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir müssen ja auch noch nach Quail gucken. Und ich merke, ich habe schon wieder eine halbe Stunde hier in der Promenade verschwendet. Ey, das... Das ist irgendwie lustig. Hierher zurückzukehren ist so bedrückend, Keldorn. Einen Moment lang macht es mich glücklich. Und dann werde ich wieder so traurig. Es scheint wohl so zu sein, wenn man nach Hause kommt. Ich nehme an, ihr müsst das ohnehin am besten wissen, oder? Es tut mir leid, ich wollte das eigentlich nicht auf diese Weise ansprechen. Das ist ein Schmerz, mit dem ich leben muss. Eine Wahrheit, ich weiß. Allein davon zu sprechen, erfrischt die Sehne. Liebt ihr sie noch immer? Ja. Das ist der richtige Weg, glaube ich. Ja. Ja, wir haben Keldorn halt so lange eingespannt, bis wir... Was braucht ihr? Bis wir Emol befreit haben. Seid gegrüßt, Talisa. Alles ist hoffentlich in Ordnung. Schneller, ich helfe, wo immer ich kann. Onkel Quail, ich freue mich ja so, euch wiederzusehen. Ist alles in Ordnung? Ihr habt jemanden geschickt, der mich gebeten hat, zu euch zu kommen. Airy, es ist schön, euch zu sehen. Ja, ich habe nach euch geschickt und nach Talisa und ihren Freunden. Ich denke, ihr könnt mir helfen oder besser gesagt eine Freundin von mir. Es wäre meine Freude. Von wem sprecht ihr? Niemand wusste davon, meine Liebste. Ein Mädel, das ich in meinen jungen Jahren kennengelernt habe, als ich in den äußeren Ebenen unterwegs war. Naja, er ist Magier, halt Illusionist, soweit ich weiß. Das ist aber eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen werde. Sie ist hier der Cutler und steht ein bisschen in der Klemme. Sie hat mir einen Brief geschrieben und mich um Hilfe gebeten. Aber ihr und Talisa könnt ihr vermutlich besser als ich. Besser helfen als ich. Ich würde ihr gern helfen, Onkel Quay, natürlich. Nur wenn Talisa der Ansicht ist, dass wir dafür genug Zeit haben. Was meint ihr, Talisa? Vielleicht können wir ja helfen, aber leider nicht im Moment. Es kostet uns ja nichts, wenn wir es zumindest probieren zu helfen. Es zahlt sich nicht aus, sich Hals über Kopf in sowas hineinzustürzen. Sucht sie auf, sobald ihr die Zeit findet. Ihr Name ist Renis Schei. Ihr findet sie im Theater unter dem Wirtshaus der Fünf Krüge im Brückenviertel. Wenn ihr nicht helfen könnt, nur dann kann man da eben nichts machen. Aber wenn es liegt mir sehr am Herzen und wenn ihr es versuchen würdet, würdet ihr damit das Herz eines alten Gnoms glücklich machen.
Ich bin mir sicher, dass wir zusammen genug Zeit erübrigen können, um mit dir zu sprechen, Onkel Quail. Ich hoffe doch. Es hat mich gefreut, euch wiederzusehen, mein Liebling. Passt auf euch auf. Ja. Tagebucheintrag sicherlich aktualisiert, oder? Nach Datum, bitte. Genau, eine alte Freundin von Quail. Eine alte Freundin Quail, seine gewisse Rallis Shai, hat ihn um Hilfe gebeten. Und Quail ist offenbar der Ansicht, dass wir eher in der Lage sind, ihr zu helfen, als er. Er hat uns gebeten, die Frau aufzusuchen, mit ihr zu sprechen, sobald wir Zeit haben. Sie hält sich im Brückenviertel auf, in einem Theater unter dem Wirtshaus zu den fünf Krügen. Ja, das mit dem Friedhofsviertel hatten wir auch. Das heißt, wo ist denn die Quest um Quail? Oder wurde das jetzt einfach nur aktualisiert? Ja, die Mutter im Zirkuszelt, hier ist nichts. Und weiter können wir erstmal nicht als Kapitel 2. Okay. Fragt nur. Was möchtet ihr? Gut. Dann raus hier. Erzählt mir mehr davon. Also ja, Brückenviertel werde ich noch eine ganze Weile nach hinten verschieben. Wie so vieles anderes auch. Kapitel 2 ist halt recht offen. Oh, da bist du. Adele. Ja? Verzeiht bitte, ihr wirkt so, als wärt ihr anständig. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich helfe immer jeden, die Not sind. Ich werde euer Problem mit ein, zwei Fußtritten Lied der Barmherzigkeit lösen. Mit dem 1-2 Fußtritt Lied der Barmherzigkeit, okay. Aber nein, nichts in der Richtung. Ich bin ein bekannter Abenteurer aus Kalimstan, mächtiger Krieger. Aber hier in dieser seltsamen kleinen Stadt fühle ich mich völlig verloren. Manchmal bin ich verwirrt, aber Bo sagt mir, wohin ich gehen soll. Bo zeigt, ich haue drauf. Nur Bo fliegt manchmal, aber ich haue weiter drauf, jawohl. Oh, das ist ganz ausgezeichnet. Ich versuche, den Weg aus dieser seltsamen Stadt zu finden. Vielleicht könnt ihr diesen Bo dann fragen, mir den Weg nach Kalimshalt zu zeigen, ja? Bo weiß alles und er hilft auch stets anderen. Ihr seid freundlich zu Tieren, oder? Besonders zu Nagetieren? Ich versuche mich nicht auf bestem Wissen und Gewissen zu erinnern. Vielleicht habe ich ja ein oder zweimal einer Ratte wehgetan, aber sie sind bei uns auf den Bauernhöfen eine ziemliche Plage. Bo kann Ratten auch nicht leiden. Irgendwas an ihren Schwänzen macht ihn nervös. Und ihr wisst nicht, was das Wort gruselig bedeutet, ihr nicht einen nervösen Hamster erlebt habt. Wie auch immer, verlasst die Stadt hier entlang, bleibt auf der Straße und biegt bei der großen Kirche rechts ab, dann seid ihr draußen. Was für eine prächtige Neuigkeit, das ist ja ein kluger kleiner Bo, den ihr da habt. Ja, Bo ist freundlich zu jedermann. Eine Riesenmenge Freundlichkeit zusammengepackt in einem pelzigen Bündel der Gutartigkeit. Ich sollte mir selbst einen besorgen. Okay, vielen Dank und lebt wohl. Ja, das Bo-Navi. Wenn wir den Minsk nicht hätten. Also, zu den Docks. Ihr braucht meinen Rat, nicht wahr? Vielleicht wäre es ein guter Zeitpunkt, um euch etwas zu erzählen, Talisa. Jetzt, wo wir uns in den Hafen und so führt. Das ist das Gebiet der Schattendiebe und es gab da ein paar Auseinandersetzungen während der letzten Monate. Sie mögen keine Leute wie mich, die unabhängig arbeiten. Das letzte Mal, als ich in der Stadt was erledigte und sie mich fassten, sagte man mir, ich sollte mich sofort an den Docks beim Oberhaupt der Gilde melden. Bei Renner Blutskype oder die Konsequenzen tragen. Es scheint, es bräuchte Renner einen Außenseiter, um mit einem Problem fertig zu werden. Dafür war er bereit, meine Bestrafung durch die Gilde gegen einen Dienst zu tauschen. Nicht zu ihm zu gehen, könnte ziemlich unangenehm werden. Nun, mit euch fühle ich mich ziemlich sicher, aber das ist eure Sache. Wenn wir zu Renner gehen, könnten wir ihn vielleicht zu einer Belohnung überreden. Dadurch ließen sich auch spätere Komplikationen vermeiden. Was meint ihr, Talisa? Ich will hier keine Probleme machen. Ich habe das nur erwähnt, um euch zum einen zu warnen und zum anderen vielleicht eine mögliche Gelegenheit für uns beide zu erwähnen. Nun gut, vielleicht sollten wir mit diesem Redner sprechen. Vielleicht später, aber jetzt haben wir dafür keine Zeit. Ich habe kein Interesse daran, mit den Schattendieben zusammenzuarbeiten und damit basta, Yoshimo. Ja, reden wir mit Renal. Wann immer es passt. Das hiegesige Hauptquartier der Gilde befindet sich bei den Docks und sollte nicht schwer zu finden sein. Ich hoffe nur, dass sie uns ohne Probleme hereinlassen.
Ja, die Docks. Hier ist ein Tempel von Ogma, Valygras Haus, Prebecks Haus, Gilde der Schattendiebe, die Seeschatztaverne. Also das Beste wird sein, wir gehen so runter, gucken uns hier diese Häuser an, gehen so runter. Wir müssen ja noch das Haus von jemandem finden. Und ja, in die Halle der Hafner wollten wir auch noch reinschauen. Keine große Herausforderung. Bürgerlicher? Noch ein Bürgerlicher? Noch mehr Bürgerliche. Okay, das heißt, das erste Haus ist das hier. Mal sehen, wen oder was wir hier drin finden. Wir suchen ja hauptsächlich nach Auftraggebern. Also hey, da sah ich die Seite Halblingsfrau, nicht wahr? Und sie rang mit diesem Beutelschneider, um ihre Tasche wieder abzunehmen, nicht wahr? Und dann rief sie nach mir um Hilfe, Grinz. Ja, und was dann? Da habe ich gegähnt, nicht wahr? Und dann sage ich zu ihr, hey, werte Dame, hier ist der Hafen und es steht mir nicht zu. Hey, hey ihr da, wer hat euch reingelassen? Ja, raus hier, bevor wir euch verhaften. Das sind die Baracken, keine Touristenattraktion. Nun gut. Das sind tolle. Baracken. Was immer ihr wünscht. Die gehen auch ziemlich weit nach hinten. Und führt irgendwo hinten wie. Ah ja, okay, das ist. Das ist so eine Barackenfestung. Ich sorge für Ruhe und Ordnung. Im Namen des Konzils. Ja, das war schon klar, dass der Hauptmann auf der Lohnliste der Schattendiebe hier steht. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ehre für. Hau ab! Du hast in der Kaserne nichts verloren. Vielleicht lochen wir dich sonst ein. Okay. Ich war euer. Also, das hier waren die Baracken. Keine große Herausforderung. Gucken wir ins nächste Haus. Das. Wo soll. Yoshimo ist bereit. Sieht nach dem ziemlich noblen Haus aus. Eine Armbrust. Ein Buch. Ja, so eine wertlose Armbrust können wir jetzt ruhig liegen lassen. Zwei Goldmünzen. Wowie. Und ja, Yoshimo. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlasst. Ja, Yoshimo übernimmt jetzt immer ins Position. Er schnüffelt rum. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ah, das ist ein guter Ort für Abenteurer, nicht wahr, Bu? So viele Löcher, in denen Hubs herumschlürfen können. In denen Hubs herumschnüffeln kann. Besonders ein Miniaturhubster wie Bo. Bo? Bo, wo bist du? Oh, Bo macht einen Spaß mit Minsk. Er versteckt sich im Minsk-Rucksack. Bo? Bo, bist du nicht da? Wo ist Bo? Vielleicht hat euer Rucksack Bo nicht mehr gefallen und er ist weggelaufen. Da habt ihr jemand sauber gemacht? Sucht etwas genauer. Bo schläft vermutlich irgendwo in eurer Rüstung. Eine Katze hat ihn wohl gefressen. Kein Verlust, würde ich sagen. Oh, sieht aus, als hätte jemand Bo mitgenommen. Wer auch immer es war, sollte es besser zugeben. Vermutlich schläft er in eurer Rüstung. Nein, Minsk hat seine Rüstung ganz nicht überprüft. Von vorne nach hinten, von oben nach unten. Bo ist einfach nicht da. Wer ist so böse, dass er Bo seine Minsk wegnehmen würde? Ihr wart es, Talisa. Die ganze Zeit habt ihr Minsk wegen seiner Verbindung zu Bo beneidet. Ihr wollt den Titel des großen Helden ganz für euch alleine. Ihr macht Witze. Minsk würde niemals Witze über Bo machen. Wiesel vielleicht, aber über Bo niemals. Beruhigt euch, Minsk. Wir werden euch helfen, Bo zu finden. Ich bin sicher, dass ihr das nicht tut. Wir sollten uns jedenfalls auf den Weg machen. Ihr habt damit diese Gruppe schon lang genug abgelenkt. Ja, wir werden Bo finden. Ihr werdet Minsk dabei helfen, sein Bo zu suchen. Ihr seid wirklich ein wahrer Freund, der sich mir bei dieser edlen Aufgabe anschließt. Wir sind Helden, wenn wir einem Hamster in Not helfen, oder? Ja, Minsk, wir sind wahrlich Helden, aber wo sollten wir unsere Suche beginnen?
Das letzte Mal sah Bo in der Nähe von diesen Seeleuten und Piraten im Hafenviertel. Er wird so verängstigt sein, ohne seinen großen Waldläuferfreund, der ihn beschützt. Wir müssen geradewegs und ohne zu zögern dorthin gehen. Minsk schläft. Minsk vermisst seinen kleinen Bo. Okay, die Quest. Ja. Wo ja, wo steckt der kleine Bo? Also erstmal haben wir hier Yoshimos Quest gekriegt.